Leben zu vereinfachen. Es aber zu tun hat, ist erstmal sehr kompliziert. Ich muss die Küche so machen, dass sie wirklich, wirklich für dieses mehr stillere und einfachere Leben muss ich erstmal alles wegsortieren. Und das macht sehr viel Arbeit. Also ich kann mich vor 30 Jahren wohlfühlen. Hat vorher mir so Laien auf Yoga gemacht, einfach nach einem Buch. Und habe einfach schon mal auf der Schauspielschule eine sehr gute Bewegungslehrerin gehabt. Dann habe ich ja selber noch eine Ausbildung gemacht in so einem Billig-Rolfing. Das wird ja dann geklaut. Also das ist ja einfach nicht, das können die nicht wirklich schützen. Ich bin auch nie zum Arzt gegangen. Ich habe mir, was man ja machen soll, sondern ich habe irgendwann selber plötzlich was ertastet. Und ich habe gewusst, das ist Krebs. Es ist, ich habe abends das Gefühl, habe mich sehr erschreckt. Nachher waren es drei, aber die zwei kleinen, das waren nur ganz kleine, das waren Satelliten und die waren schon die nächsten sozusagen. Und da brach ich zusammen, weil das verstehe ich nicht. Also das verstehe ich nicht. Jetzt kommen wir gleich zu. Ich verstehe es nicht. Jetzt. Und so fing ja damals mit dem Gespräch an. Ja, so fing damals mit dem Gespräch an. Das hat mich so runtergeschlagen. Der Mensch wird geboren durch das Mondentor. Das hast du jetzt, ja. Ja, das erzähle ich gerne. Ja. Wird geboren durch das Mondentor, dann hat er so sein Leben vor sich, dann, und das war für mich wichtig, dann entfernt er sich von der Macht oder dem Einfluss seiner Eltern, und wenn er was draus machen kann, Richtung 30, vor, danach, das ist fließen, ist es unwichtig, wie seine Eltern waren. Weil jetzt nimmt er sein Leben. Sein Leben, und dann heißt es, und er stirbt durch das Sonnentor. Wenn er wirklich, und das finde ich, das ist die Lebensaufgabe, zu sagen, ich habe ein Leben gekriegt, ich habe eine Freude gekriegt, ich habe eine Kraft gekriegt, was mache ich jetzt daraus? Was mache ich daraus mit meiner Begabung? Die muss ich finden, so. Aber man sollte doch bitte an diese Leute nicht den Anspruch von Bildungsreisenden tranzen. Verwechslung. Dieses neue Amateurismus ist eben nicht, dass das Bildungsmotiv da so hochgehängt wird, sondern die wollen konsumieren. Und zwar wollen sie Raum und Erfahrung konsumieren.